Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, es gibt auch an diesem Spieltag leider keine Konferenz, wären aber auch nur 4 Spiele gewesen. Ja, und das ist manchmal vielleicht nicht ganz so spannend, aber es ist trotzdem, ja, einiges passiert in dieser Prognose. Danke fürs Reinschalten auf jeden Fall und keine Sorge, es wird auch in Kürze wieder Konferenzen geben, da seid ja ziemlich großer Fan von, macht mir auch Spaß, aber heute noch einmal ohne Konferenz. Ansonsten jetzt viel Spaß. Los geht's mit dem Freitagabendspiel Schalke gegen Stuttgart. Viel Spaß! Zum zweiten Mal in Folge eröffnet der VfB Stuttgart einen Bundesligaspieltag. Der 6. ist es in dieser Woche. Zu Gast beim FC Schalke 04. Die Königsblauen, sie warten noch auf den ersten Sieg und es sah hier zu Beginn gar nicht gut aus. Die ersten dicken Möglichkeiten gingen auf das Konto der Schwaben und Renault kann hier mit einer Supertat den Schuss von Castro gerade noch so rauskratzen. Das hätte schon zu früher Stunde den Rückstand bedeuten können. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. Der VfB wirklich richtig gut aufgelegt. Didavi und Sasa Kalajdzic. Der steigt im Fünfer einfach hoch und setzt den Ball aus kurzer Distanz in die Maschen. Das ist wieder sträflich verteidigt. Der bekommt da zwar von links und rechts ein wenig Druck. Trotzdem, der muss da gar nicht viel machen. Körperkontakt ist auch nur marginal vorhanden. Schön platziert, dieser Kopfball. Der zweite Pfosten nicht besetzt. Das wird bestraft. Stuttgart wollte nicht den gleichen Fehler machen wie gegen Köln und legte einen drauf. 38. Minute, bereits das 0:2. Ore Mangala, der zentrale Mittelfeldmann, kommt frei zum Schuss vor. Renault lässt sich das dann nicht mehr nehmen. Nach der Derby-Pleite für Schalke also der nächste Rückschlag. Konnten sie noch einmal zurückkommen? Der Anschlusstreffer vor der Pause, das wäre ein Mittel. Omar Mascarell hat die größte Möglichkeit, vergibt diese aber nach knapp 44 Minuten. Zwingt Kobel zur ersten guten Parade. Es gab also viel zu tun für Manuel Baum. Köpfe wieder hochbekommen. Und zweite 45 Minuten angehen, in denen mindestens 2 Tore für Zählbares her mussten. Der VfB schaltete etwas zurück, was wiederum Räume ergab für den FC Schalke 04. Das ist Gonzalo Paciencia, der auch zum Abschluss kommt, jedoch auch im Abseits stand. Das ist dann auch doppelt bitter. Stuttgart kam nicht mehr wirklich in die gegnerische gefährliche Zone. Schalke aber auch zu unkreativ. Da wird es mit dem Ball noch einiges zu tun geben in den kommenden Wochen und Monaten für Manuel Baum. Hier noch einmal die Möglichkeit, aber auch das Selbstbewusstsein im Abschluss momentan nicht vorhanden. Kobel pariert, hält das 0:2. Oder das 2:0 aus Stuttgarter Sicht fest. Hochverdient starten die Schwaben mit einem Sieg in den 6. Spieltag. Die Eintracht aus Frankfurt ist gut in die Saison gestartet. Zuletzt stotterte der Motor ein wenig. Klar, das 5:0 beim FC Bayern München muss man schon fast als handelsüblich einordnen. Trotzdem sollte nun zu Hause gegen den SV Werder Bremen eher die Trendwende in Richtung obere Tabellenhälfte eingeleitet werden, denn das ist hier gegen den SVW vermutlich schon ein Duell darum, ob es eher nach oben oder nach unten geht. Die erste Möglichkeit nach einer Standardsituation, Kopfballaufsetzer, nicht so ungefährlich, den kann Pavlenka aber zur weiteren Ecke abwehren, aus der resultierte da nichts. Frankfurt war spielbestimmt, der SV Werder Bremen eher auf die Defensive spezialisiert, aber so richtig sicher standen sie auch nicht. Daichi Kamada. Aber auch das ist ein bekanntes Problem. Kamada vergibt gerne mal die ein oder andere Großchance. Das hier muss spätestens der Führungstreffer sein.
jetzt mal die Kofeld 11. Ein Bomb über links, da muss man ja wieder auf Osako und Füllkrug verzichten. Aber sie haben ja noch Josh Sargent. 35. Minute, das 1:0. War nicht grundsätzlich zu erwarten in dieser Spielphase, aber Bremen sammelte zumindest etwas mehr Ballbesitz. Das ist dann ein trockener und guter Abschluss. Für Frankfurt also eher ein unzufriedenstellendes Ergebnis, denn man hatte durchaus die Möglichkeiten, hier mehrmals in Führung zu gehen. Es ging im zweiten Durchgang erstmal wieder viel auf das Gehäuse von Pavlenka, weil Bremen den Ball hier nicht geklärt bekommt. André Silva zu Bas Dost. Schöner Pass, schönes Auge. Steven Zuber, Ausgleich. Hochverdient. Das 1:1. Bas Dost mit einer schönen Vorbereitung. Bedient Steven Zuber, der auf der linken Seite heute wieder agieren durfte, den Vorzug vor Armin Younes ein weiteres Mal bekam. Frankfurt wollte nun logischerweise mehr. Daheim im eigenen Stadion. André Silva, erst scheitert er dann an Pavlenka in dieser Szene, dann spielt er den Ball noch mit der Hand. Es war keine Abseitssituation. Der Treffer hätte gezählt, aber Pavlenka ist aufmerksam und dann ist eben eine Hand noch mit im Spiel. Wir springen so langsam in die Schlussphase. Der SV Werder Bremen mit wenigen Nadelstichen nach vorne. Jetzt einer davon mal zu sehen. Gebre Selassie zu Sargent, der sich etwas fallen lässt. Möwald und Bittencourt. Eintracht Frankfurt weiß wieder nicht, wie ihnen geschieht. Da spielt man eine gute zweite Halbzeit, macht wieder den Treffer nicht und wird dafür eiskalt bestraft, kurz vor dem Ende. Schluss war allerdings noch nicht. Bremen mauerte sich nicht hinten ein, hätten sie vielleicht tun sollen. Stattdessen nochmal die große Möglichkeit für Frankfurt. Touré, Bastos zu Daichi, Kamara. Und jetzt macht er das Ding. Die Bremer am Boden. 4. Minute der Nachspielzeit. Ein wahnsinniges Finish. Das Eintracht Frankfurt zumindest einen Punkt beschert, der auf der Tabelle nicht so viel Unterschied macht, aber sicherlich für die Köpfe brutal wichtig ist. Und für den SV Werder Bremen ist das ein herber Nackenschlag. Trotzdem ist dieses 2:2 absolut leistungsgerecht. Frankfurt sogar die bessere Mannschaft. Am Ende werden aber die Frankfurter durch das späte Tor besser damit leben. Als der FC Bayern München bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 4:1 unterlag, hatte man ein Fünkchen die Idee, dass es in dieser Saison anders laufen könnte. Aber jetzt rasiert Bayern durch die Liga einfach nur durch. Da sollte der 1. FC Köln keine größere Hürde darstellen, aber die Geißböcke machten es hier erstmal nicht schlecht. Die erste Möglichkeit gehörte ihnen, der FC Bayern München, noch mit der Champions League unter der Woche in den Knochen, aber das sind sie gewöhnt, das laufen sie dann schnell raus. Wir sind noch in der Anfangsphase, nun der FC Bayern München. Joshua Kimmich zu Goretzka, einmal weitergeleitet. 10. Minute, Thomas Müller mit dem 0:1. Es kann kaum schneller gehen. Die Kölner sehr unsortiert. Das ist im Endeffekt auch schwach verteidigt. Gut gespielt, ja. Doch die Elf hier aus Müngersdorf, die hat sich nicht wirklich gut angestellt in dieser Szene. Und die Bayern möchte man nicht ins Roll kommen lassen. Vor allem nicht mit solchen Fehlern. Eseboe, Probleme beim Ballklären, wird sofort bestraft. 25. Minute, gar das 0:2, nachdem man zu Beginn der Partie ja die erste Möglichkeit hatte. Aber das hatte am ersten Spieltag der FC Schalke gegen die Bayern auch. Es feuerte nun in die Gegenrichtung.
blieb dann aber erstmal beim 0:2 nach 45 Minuten. Robert Lewandowski hatte natürlich seinen Treffer mal wieder gemacht. Der Pole in bestechender Form. Der zweite Durchgang begann dann wacher aus Münchner Sicht. Thomas Müller, Goretzka, eine kleine Drehung. Lewandowski, fehlerhafte Ballannahme. Dann macht er das Beste draus. Und es ist überragend. 53. Minute, Douglas Costa. Da springt Lewandowski der Ball fast weg. Aber wenn man sich das anschaut, dann sieht es wieder genauso aus, als wäre es so geplant gewesen. War es vermutlich nicht, aber die Möglichkeiten, sie ergeben sich. Lewandowski erkennt sie und schließt sie ab. Stunde gespielt, der FC Bayern München momentan tatsächlich wieder wie in einem Rausch. Als hätten sie unter der Woche nicht gespielt. Lewandowski in einem seiner menschlichen Momente, wo er mal eine Torchance vergibt. Sieht man auch nicht alle Tage. Man möchte die Bayern nicht immer in den Himmel loben, aber sie haben hier ihren Job wieder gut gemacht. Es steht 3:0 nach 70 Minuten. Hier ging eigentlich nichts mehr für den ersten FC Köln, aber vielleicht ja der Ehrentreffer. Easy Boy. Und dann haben die Bayern ja immer noch Manuel Neuer, der mit seinen Reaktionen häufig mal die wenigen Chancen, die entstehen, auch noch vereiteln kann. Doch der erste FC Köln steckte nicht auf, holte sich ja auch nach frühem Rückstand gegen Stuttgart zumindest noch einen Punkt. Hier das 1:3, mal wieder möglich. Doch Manuel Neuer hatte ein weiteres Mal etwas einzuwenden und pariert zum später verpuffenden Eckball. Jetzt nochmal die Bayern. Goretzka schickt Coman auf die Reise. Der steht nicht im Abseits. Kingsley Coman mit dem 0:4 in der 84. Minute setzt dem Spiel die Krone auf. Es ist wirklich wieder ein äußerst souveränes Spiel gewesen des Rekordmeisters. Wirklich anbrennen lassen haben sie hier nichts. Und Timo Horn bleibt nur ein Hinterherschauen. 0:4, am Ende ein heftiges Ergebnis. Köln hätte sich sicherlich einen Treffer verdient gehabt, aber man muss seine Chancen gegen den FC Bayern München. Ansonsten geht man wie hier mal wieder unter. Der FC Augsburg sah gegen Bayer 04 Leverkusen über weite Strecken doch ganz gut aus. Trotzdem verlor man verdientermaßen unter dem Strich mit 3:1, hielt aber eben gut mit. Nun der punktlose Tabellenletzte aus Mainz zu Gast. Und die Mainzer, sie spielten plötzlich Fußball. Brosinski findet in der Mitte Kunde Malong, der hat auch recht viel Platz. Schöne Direktabnahme des Mittelfeldmotors. Aber etwas zu zentral, dieser Ball. Giekiewicz kann halten. Die Fuggerstädter brauchten einen Moment, um sich hier zu sammeln. Dann aber kamen sie besser rein. Niakate mit dem Fehler gegen Niederlechner. Das ist tödlich und genau das passiert, auch wenn du auf dem 18. Tabellenplatz stehst. Solche Fehler werden dann auch bestraft. Niederlechner noch etwas glücklos, teilweise nicht zielstrebig genug gegen Leverkusen. Jetzt macht er es besser, nimmt sich den Abschluss und wird belohnt. Aber Mainz nicht die unbedingt schlechtere Mannschaft an diesem Nachmittag. Wieder Kunde Malong, diesmal in der auflegenden Rolle. Das klappt besser, Jean-Paul Boetius. Mit dem 1:1 in der 36. Spielminute, da kann sich Kunde Malong drehen, wie er will. Er hält dann eine gute Übersicht, sieht Boetius, der nicht im Abseits steht. Diesmal aus kurzer Distanz für Rafael Giekiewicz keine Möglichkeit mehr der Abwehr. Ging verdientermaßen mit diesem 1:1 in die Pause. Der FC Augsburg ließ doch etwas schleifen über die gesamte Spielzeit im ersten Durchgang. Mainz zeigte gegen Gladbach, dass durchaus etwas möglich sein kann.
Aber der FC Augsburg machte es den Mainzern auch nicht leicht. Diese Standardsituation geklärt im Verbund von den Fuggerstädtern. Ja, auch die Defensive ist eigentlich eine der Stärken von Herrlichs Mannschaft. Doch Mainz drückte. Quaison legt noch einmal raus zu Latzer. Probiert es dann aus der zweiten Reihe in der 64. Spielminute. Naja, nicht wirklich gefährlich. Der Schuss wäre auch meilenweit vorbeigegangen. Wenn den Jauwe Leo falsch trifft, dann wird es sogar eher gefährlicher. Geht dann aber doch klar am Tor vorbei. Die Augsburger jetzt aber mit dem längeren Atem. Gregoritsch. Michael Gregoritsch setzt den Schlussakkord. In der zweiten Minute der Nachspielzeit klaut er Mainz den vermeintlich erhaltenen ersten Punkt in der Saison. Der kann sich da drehen, geht an der 16er Linie entlang. Genau das, was Kunde auf der Gegenseite aus Mainzer Sicht schon machen konnte, durfte jetzt Gregoritsch machen. Und in der 90. Minute tut das doppelt und dreifach weh. Aber Augsburg ist in diesem Fall die kältere Mannschaft gewesen. Arminia Bielefeld muss auch langsam mal wieder Punkte sammeln. Man wurde doch jetzt ganz gut durchgereicht, nachdem man eigentlich nicht schlecht in diese Saison gestartet ist mit 4 Punkten. Nun Borussia Dortmund zu Gast in der Schüco Arena auf der Bielefelder Alm. Machte es Bielefeld richtig gut und den Dortmundern extrem schwer. Nach vorne von Schwarz-Gelb wenig zu sehen. Mutete wieder ein bisschen so an Augsburg-Spielzeiten, als man da bei den Fuggerstädtern verloren aus schwarz-gelber Sicht. Verloren hatte aus schwarz-gelber Sicht. Dass Bielefeld hier auch weiterhin schalten und walten konnte, wie es wollte. Nächste Möglichkeit, Delaney aber noch dazwischen, bringt gegen Van de Horn den nächsten Eckball herbei. Der wurde dann aber nicht gefährlich. Trotzdem machte Bielefeld es gut. Die Mannschaft von Uwe Neuhaus perfekt hier eingestellt auf den Gegner. Dortmund heute auch in der Viererkette agierend. Das wurde aber noch nicht richtig bestraft, weil Roman Bürki, der ja auch nicht unumstritten ist, einen guten Tag erwischte. Hier mit der Parade fährt er die Pranke aus und kann damit das 0:0 nach 45 Minuten erstmal festhalten. Das war aber aus Sicht von Lucien Favre wirklich ein extrem schlechtes und unterirdisches Spiel. Bielefeld kam wieder. Rizzo Doan zieht in den Strafraum ein. Akanji vor die Füße des Bielefelders. Das darf man nicht machen, aber es wurde nicht bestraft. Jetzt stellte Lucien Favre nach einer Stunde auf Dreierkette um und prompt, es änderte sich das Spiel komplett. Der BVB nun wie ausgewechselt. Es waren dieselben Akteure auf dem Feld, aber eben in anderer Formation. Erfolgreich und kaltschnäuzig. Jadon Sancho in der 67. Spielminute. Die erste gute Angriffssituation des BVB. Das war kaum zu glauben, was hier ablief. Als man unter der Woche gegen Zenit St. Petersburg noch ran musste, hat man wohl zu viele Körner gelassen. Jetzt aber schlug Schwarz-Gelb zu. Eisigkalt im Stile einer Spitzenmannschaft, die sie ja auch sind. Und diese 3 Punkte wollten sie nicht mehr hergeben. Die Dreierkette respektive Fünferkette in der Defensive hatte auf jeden Fall seine Wirkung hinterlassen. Bielefeld vor allem kam nicht mehr zu seinem Spiel. Und in der 81. Minute hätte es dann fast Doppelpack Sancho geheißen. Doch Stefan Ortega hatte etwas dagegen, streckt sich, fischt den raus. Es blieb beim 0:1, das nach den zweiten 45 Minuten nicht mehr ganz unverdient war, aber Bielefeld mindestens auf Augenhöhe, teilweise sogar besser, muss sich ärgern, hier nicht mindestens einen Punkt mitgenommen zu haben.
Das Duell Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig hat in den letzten Jahren immer wieder ziemlich Zündstoff gehabt aufgrund von Schiedsrichterentscheidungen, gelb-roten Karten und so weiter und so fort. Jetzt sollte es spielerisch zwischen zwei Champions League-Teilnehmern auch etwas Feuer drin haben, aber es war doch eher abwartend. Keiner wollte so richtig den ersten Fehler machen, aber es gab dann ganz, ganz vereinzelt mal die Chance. Hier ist es Yusuf Paulsen, der scheitert, aber das war wirklich das größte und nahezu einzige Zeichen nach vorne der Roten Bullen im ersten Durchgang von Borussia Mönchengladbach war leider gar nicht zu sehen. Das etwas enttäuschend. Die zweiten 45 Minuten konnten also nur besser werden. RB Leipzig in den lilanen Trikots setzte sich am Fohlen-Strafraum fest. André Lino verliert aber den Ball. Dann Florian Neuhaus mit dem Fehlpass. Leipzig setzt nach. Yusuf Paulsen. Henrichs. Paulsen. Die nächste Großchance, die er vergibt. Der Däne. Irgendwann muss man die Bälle halt reinmachen. Klar, Jan Sommer macht es richtig gut. Bleibt lange stehen. Macht sich groß. Nichtsdestotrotz ist das als Bundesliga-Stürmer eigentlich eine Pflichtaufgabe. Nach einer Viertelstunde im zweiten Abschnitt nach wie vor RB Leipzig, hier die bessere Mannschaft, nun auch belohnt durch Emil Forsberg. Da verlagert Leipzig das Gewicht von rechts in die Mitte. Das Zentrum dann ziemlich offen. Forsberg macht es besser als Yusuf Paulsen und kommt erfolgreich vorbei an Jan Sommer. Gladbach tat sich weiter schwer. Wir sind schon in der absoluten Schlussphase. Gab auch nicht viel Nachspielzeit. Aber wo kein Anlass ist, da auch eben kein Zusatz. Und dann dieser Ballverlust von Gladbach, der beweist, dass hier einfach nicht viel zusammenging bei der Elf von Marco Rose. Sie verlieren mit 0:1 gegen RB Leipzig. Die Roten Bullen machten das Nötigste, erzielten dann ihren Treffer und ziehen hier verdient mit 1:0 vom Feld. Gladbach hat Potenzial nach oben, steigerte sich dann aber leider nicht wirklich. Der SC Freiburg spielte am Sonntagnachmittag gegen Bayer 04 Leverkusen. Leverkusen ja wirklich in einer harten Taktung. Montag Bundesliga, Donnerstag Europa League, jetzt Sonntag wieder Bundesliga. Die Breisgauer hatten es aber den Leverkusenern auch immer wieder schwer gemacht. Letztes Jahr entschied eine Einzelaktion von Kai Havertz dieses Duell in Freiburg für Leverkusen. Der ist aber ja, wie wir wissen, nicht mehr dabei. Leverkusen nach einer halben Stunde das erste Mal konstruktiv nach vorne. Freiburg machte das richtig gut. Derby mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Die wird von Christian Günther geklärt. Bailey kommt nicht ran. Steht da zwar ganz gut, hätte zurückköpfen können. Aber der linke Verteidiger, der Breisgauer, eben hellwach. Freiburg noch einmal vorm Seitenwechsel mit der Kontermöglichkeit. Das immer die Achillesferse bei der Bosself. Grifo quergelegt. Petersen 1:0. Freiburg. Zweite Minute der Nachspielzeit. Nicht unverdient, dieses 1:0. Bender kommt zu kurz mit seiner Grätsche, legt dann eher unfreiwillig auf für Grifo. Der hat die Übersicht, sodass Petersen nur noch reinschieben muss, der zuletzt gegen den 1. FC Union Berlin kein gutes Spiel machte. Heute ist er wieder erfolgreich. Leverkusen noch ohne Niederlage in dieser Saison. Dabei wollte es auch gerne bleiben aus Gästesicht. Freiburg hatte einiges in der Defensive dagegen zu setzen, aber es gab die Möglichkeiten. Erst die Parade von Müller gegen Diaby. Dann wird Baumgartlinger
aus spitzem Winkel nicht mehr so ganz gefährlich. Leverkusen, aber in der Schlussphase die deutlich bessere Mannschaft. Palacios, Bailey, Baumgartlinger, schöner Pass. Und Diaby, nochmal Diaby. Überragende Parade von Müller, super Reaktion, reißt da die Arme hoch. Und dann der Ball an den Außenpfosten. Verhindert hier das 1:1. Doch Leverkusen kam noch einmal. Das 1:1 längst überfällig. Baumgartlinger. Amiri. Der Ball ist im Tor. Und endlich aus Leverkusens Sicht das 1:1. Daran hatte man lange gearbeitet jetzt in der zweiten Halbzeit. Und sich das in der 84. Minute dann auch hart erarbeitet. Komplett verdient dieses Resultat. Freiburg knüpfte nicht mehr an die gute Leistung aus den ersten 45 Minuten an und kann froh sein, dass sie hier gegen Leverkusen zumindest einen Punkt daheim behalten. Die Hertha muss sich langsam mal am Riemen reißen. Es lief in den letzten Wochen gar nicht mehr gut. Der VfL Wolfsburg sammelt fleißig seine Punkte ein. Doch die alte Dame war hier besser. Viertelstunde gespielt, Luke Bacchio und Córdoba eiert den Ball irgendwie über die Linie. 16. Minute, das 1:0 für die Hertha. Dieser Pass hier ist gut, dann Luke Bacchio quergelegt. Ganz komisch dann gegen die Laufrichtung, da ist Kuhn Castells logischerweise gar keinen Vorwurf zu machen. Springt er etwas unbeholfen in die andere Richtung. Klar, versucht er sich groß zu machen. Mit dem Schuss war nicht unbedingt zu rechnen. Aber die Hertha, sie führte schon mal. Und der VfL Wolfsburg, er hatte hier seine liebe Mühe, mal etwas nach vorne zu kreieren. Memedi mal zu Arnold. Der vermeintliche Treffer, aber nicht wirklich lange bejubelt. Denn hier lag doch eine recht klare Abseitsposition vor. Naja, zumindest ein knapper halber Meter. Das 1:0 bedeutete dann erstmal den Halbzeitstand. Die Hertha legte nicht gut nach dem Führungstreffer und musste aufpassen, den VfL nicht zu stark werden zu lassen. Die Textmarker Grün machten es jetzt aber besser. Baku. Und dann das ganz krummes Ding. Da wird Memedi der Ball vors Gesicht gedroschen. Aber Alexander Schwolo ist aufmerksam. Starker Ball jetzt zu Mittelstädt. Der stand nicht im Abseits. Das heißt, ein Treffer hätte gezählt. Da kommt Castells ganz unbeholfen raus. Nicht leicht zu nehmen, dieser Lupfer ist dann aber schon fast kläglich. Knappe Viertelstunde noch auf der Uhr. Der VfL Wolfsburg noch einmal im Vorwärtsmarsch. Baut Weghorst, kriegt den Ball quergelegt. Das Maximilian Philipp. Und er macht sein erstes Tor für den neuen Verein. Weghorst, klar, ist schwer zu bearbeiten, schirmt richtig gut den Ball dort ab, sieht dann Maximilian Philipp, der vor Schwolo eiskalt bleibt. Und die Schlussphase, sie hatte es noch einmal in sich. Die Hertha wollte nach dem Sieg am ersten Spieltag in Bremen den nächsten Dreier mal festmachen. Aber so leicht wie Werder es ihnen da machte, wurde es hier nicht. Der VfL Wolfsburg aber musste sich jetzt noch einmal zusammenreißen. 83. Minute, Lucas Toussaint, flacher Schuss für Castells, aber eine Mussaufgabe. Nachspielzeit, eigentlich schon abgelaufen, aber diesen Freistoß, den gab es noch. Cunha bringt den rein, Córdoba, plattenhart nochmal. Plattenhardt wird nicht angegriffen. John Córdoba!
Der Lucky Punch. Vierte Minute der Nachspielzeit. Die Hertha, sie zwingt den VfL Wolfsburg in Trauerposition überzugehen. Danach wurde nicht einmal mehr angepfiffen. Mit der letzten Szene des Spiels gewinnt der Hauptstadtklub und verschafft damit der Hertha erstmal im Kampf gegen den 16. Platz ein bisschen Luft. Für Wolfsburg ist es ein klarer Rückschlag. Den sechsten Spieltag beschlossen die TSG 1899 Hoffenheim und der erste FC Union Berlin. Die in blau gekleideten Sinsheimer durften am Donnerstag noch in der Europa League ran. Hier aber waren sie hellwach von der ersten Minute an. Union Berlin schläfrig, als hätten sie am Donnerstag noch gespielt. Munas Dabur mit der Drehung, eiskalter Abschluss, vorbei an Andi Lute. Der kann da nichts machen. Die frühe Führung also nun für die Gastgeber. Der Versuch nachzulegen scheiterte erstmal, sodass die Eisernen etwas besser reinfinden konnten. Poyan Palo, Max Kruse, schöner Pass zu Geraldo Becker, der erwischt den Ball noch nicht optimal, legt zurück, Trimmel, Becker und dann hier eine knifflige Szene, aber so knifflig auch wieder nicht, richtig gute Grätsche da von Kevin Akpoguma, dann Oliver Baumann, der den Ball auflesen kann. Hoffenheim brauchte wieder Entlastung nach vorne, sonst würde das auf Dauer nicht gut gehen. Samer Seku, Munas Dabur. Dabur! Nicht verkehrt. Nach 30 Minuten dieser Abschluss geht knapp am Winkel vorbei. Touchiert sogar noch das Außennetz. Das war eine richtig gute, unterhaltsame erste Halbzeit. Chancen en masse, jetzt wieder Union. Geraldo Becker legt sich den Ball eigentlich nicht gut vor. Kommt aber trotzdem schneller an den Ball als Oliver Baumann in der 39. Minute. Baumann, der zuletzt aussetzen musste wegen Magenproblemen, war jetzt wieder mit dabei. Und das ist dann etwas unglücklich gelöst. Da ist er auch alleine auf sich gestellt. Das ist jetzt kein Torwartfehler. Nichtsdestotrotz sieht etwas unglücklich aus, was er da macht. Geraldo Becker eben handlungsschneller und erfolgreich. 45. Minute, sollte Union das sogar vor der Pause noch drehen? Das gibt's ja gar nicht. Robert Andrich, nein, er schafft es nicht. Diesmal Baumann überragend. Diese Tat verhindert das 1:2. Es ging also erstmal mit dem Remis in die Pause, aber Andrich wusste auch, was das für eine Wahnsinnsmöglichkeit war, die er dort hatte. Dafür stehen aber auch gute Keeper in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Der zweite Durchgang, er brauchte dann lange Zeit, um anzulaufen. Dann aber Union Berlin mit der Chance. Poyan Palo, der bekommt da den Fuß aber nicht an den Ball. Und versäumt hier den Führungstreffer rauszuschießen. Doch Union ließ jetzt nicht mehr locker. Robert Andrich. Robert Andrich! Aus 16 Metern zieht er da ab, rutscht sogar noch etwas weg mit dem Standbein. Trotzdem kein schlechter Schuss. Baumann fängt den ab. Aber auch Hoffenheim ging auf Sieg. Munas Dabur zu Sebastian Rudi. Union Berlin zu passiv in dieser Szene. Dabur dreht sich da um den Gegenspieler rum. Lute wehrt ab. Glück, dass der nicht vor einem Hoffenheimer Bein landet. Die letzte Möglichkeit gehörte aber den Gästen. Andrich, viel Platz in der Mitte. Gentner zu Poyan Palo. Kein Abseits, hätte gezählt, steht aber dann auch nach 90 Minuten nur 1:1. Ein verdientes Ergebnis in einem tollen Spiel
Zum Abschluss des sechsten Spieltags trennen sich Hoffenheim und Union Berlin mit 1:1. Jo, das soll's dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, es wird auch in Kürze wieder eine Konferenz geben, macht euch da keine Sorgen. Ansonsten danke fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.